Judith Polgar ist mal wieder in aller Munde. Nicht als Schachspielerin, da ist sie schon länger im Ruhestand, aber als Kommentatorin. Sie sitzt beim WM-Match zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana hinter den Kulissen und vor der Kamera und erklärt den Zuschauern, was auf dem Brett passiert und das auf eine ganz wunderbare, inspirierende Weise. Ja. Heute wollen wir uns Judith Polgar mal als Schachspielerin angucken. Sie ist fraglos die beste Frau, die jemals Schach gespielt hat. Mit weitem Abstand. Sie war unter den besten 10 der Welt und ist sogar in die Nähe des Weltmeistertitels gekommen, auch wenn sie, naja, nicht ernsthaft eine Kandidatin dafür war. Nominell sehr wohl, aber da fehlte dann doch noch ein kleiner Schritt. Dennoch war sie für jeden Gegner jemand, vor dem man durchaus Respekt und Angst haben musste mit ihrem taktischen Angriffsschach. Aber es gibt einen Herrn, der hat 100% gegen Judith Polgar und das ist der hier. Der deutsche Großmeister Gerald Hertneck. Die Partie, die wir heute zeigen, die wurde schon vor langer Zeit gespielt, 1991, und zwar vor laufenden Kameras im Fernsehen. Da trug der WDR seinerzeit Matches aus zwischen nach Möglichkeit deutschen Spielern und Weltklasse-Großmeistern. Und in diesem Fall war es Judith Polgar, die sich mit Gerald Hertneck messen musste. Der war so Ende der 80er, Anfang der 90er, so durchaus jemand, wo man vielleicht denken konnte, na, vielleicht tritt der in die Fußstapfen von Robert Hübner oder nicht so ganz, aber etabliert sich zumindest in der erweiterten Weltspitze. Gerald Hertneck war in den Top 50 der Welt, aber leider nicht für lange. Gleichwohl, Judith Polgar. Zwischen Judith Polgar und Gerald Hertneck steht es 0 zu 2. Und heute die Partie im Fernsehen. Judith Polgar mit Weiß gegen Gerald Hertneck mit Schwarz. Die französische Verteidigung. Oh, ich muss auch diese roten Pfeile hier wegmachen. So. Französische Verteidigung, die bis heute unter den besten deutschen Großmeistern sehr, sehr beliebt ist. Eine zweischneidige Eröffnung, nicht ganz leicht zu handhaben, die man Anfängern nicht unbedingt empfehlen sollte. Aber auch heute, wenn wir so die Herren Blühbaum, Swane und wie sie alle heißen, uns anschauen. Georg Maier darf man da nicht vergessen. Georg Maier gilt als sogar der weltweit führende Experte der sogenannten Rubinstein-Variante der französischen Verteidigung, die wir heute aber allerdings nicht sehen. Dies ist der sogenannte Wienerwer Franzose, der sich dadurch auszeichnet, dass der zu sehr, sehr originellen und einmaligen Stellungen führt, in denen man sich so mit von seinem allgemeinen Schachverständnis gar nicht groß leiten lassen kann, weil das immer sehr individuelles ist, was da entsteht. Springer E7. Die weiße Bauernkette, C3 nach E5, zeigt schon an, in welche Richtung das weiße Spiel laufen wird, nämlich am Königsflügel. Hier hat der Weiße mehr Raum. Und hier werden die schwarzen Figuren nicht so schnell Zugang finden. Der Weiße kann sein potenzielles Spiel am Königsflügel erstmal ganz ruhig aufbauen mit Springer F3 an dieser Stelle oder H4 oder eben mit dem aggressivsten Zug, den Judith Polgar gemäß ihrem Naturell. Judith Polgar war immer auf der Suche nach der aggressivsten Lösung oder ist das wahrscheinlich bis heute, aber sie spielt halt nicht mehr professionell. Der zu Judith Polgar passt und der stellt Schwarz schon vor eine große Entscheidung, denn auf G7 hängt ein Bauer. Den kann man opfern. Den kann man auch decken. Ganz einfach mittels Rochade. Nur damit rochiert der König natürlich gleich in einen potenziellen Angriff am Königsflügel. Das ist eine heikle Lösung. Die andere Lösung ist nicht minder heikel. Es hatte sogar Magnus Carlsen dieses Jahr mit Schwarz schon auf dem Brett gegen Anish Giri.
Da spielte Carlsen C/D. Ah, der normale Zug ist Dame C7, aber das ist Zugumstellung, was sich hier ergibt. Und das ist dann eigentlich die Ausgangsstellung des Wiener Franzosen, in dem der Schwarze den Weißen auf G7 wegnehmen lässt und sich dafür hier im Zentrum und am Damenflügel durchfrisst und was zu erreichen will, während der Weiße sich am schwarzen Königsflügel durchfrisst und langfristig einen gewaltigen Trumpf hat, der jetzt noch gar nicht so auffällt, der sich aber mal ganz gewaltig in Bewegung setzen kann, angeschoben von dem hier. Ganz zweischneidiges Ding. Und wie gesagt, fängt in dieser Stellung gerade erst an und werden wir uns auch jetzt nicht genauer angucken, denn Gerald Herdneck hat sich für die kurze Rochade entschieden. Läufer D3. Und jetzt sind es schon drei Figuren, die Richtung schwarzer Königsflügel gucken. Schwarz würde gerne diesen Läufer, der auf der diagonalen B1, H7 gewaltiges Angriffspotenzial hat, gerne gleich mit C4 verscheuchen und ihn dazu zwingen, eine eher passive Rolle einzunehmen. Denn er hat jetzt nur das Feld E2. Aber der Weiße hat den Zwischenzug Läufer H6. Der dann erstmal matt auf G7 droht. Und das lässt sich nicht anders decken als mit Springer G6, woraufhin Weiß seinen potenziellen Angriffsläufer sehr gerne hergibt. Denn er bekommt andere Optionen dafür. Normal, instinktiv schlagen wir immer Richtung Zentrum. Aber hier ist F/G6. Doch deutlich der bessere Zug. Was aber nichts daran ändert, dass diese Stellung günstig für Weiß ist. Denn es folgt H4, H5. Und Weiß hat Spiel gegen den schwarzen König, während der Schwarze sich überlegen muss, ob er überhaupt Spiel hat. Das ist nicht ein Spiel auf ein Tor, aber doch eine noch nicht entschiedene, aber einseitige Angelegenheit. Ich zeige das, weil wir gleich so ein ähnliches Motiv haben werden. Und wenn wir uns vorstellen, dass Schwarz hier den schematischen Zug macht, H/G6, weil man halt lernt, dass man meistens ins Zentrum schlagen soll, dann ist die Stellung noch schlechter als die wir gerade gesehen haben. Denn jetzt hat der nicht mal eine offene Linie, wohingegen H4, H5 aufgrund der offenen H-Linie noch stärker ist als in der Stellung mit den F-Bauern, der nach G6 gegangen ist und der geschlossenen H-Linie. So oder so. Sofort diesen Läufer vertreiben geht nicht. Und dann kommt Läufer H6, insofern Springer BC6. Aber jetzt fängt der Weiße halt an zu bohren und zu pieksen. Dame H5, droht matt auf H7. Und Schwarz hat eine Reihe von Möglichkeiten, dieses Matt zu decken, aber nur eine davon ist gut. Also G6 zum Beispiel, das bereitet ja körperliche Schmerzen. Die schwarzfelderigen Löcher hier, die sind gar nicht schön. G6 kann nicht gut sein. Springer F5 vielleicht? Klar, Springer F5. Der ist jetzt gefesselt, der darf nicht ziehen, wegen Matt auf H7. Aber Schwarz kann ja behaupten, dass G4 noch gar keine Drohung ist, denn dann kann Schwarz Dame H4 machen und bekommt die Damen vom Brett. Und alles ist gut. Das Problem an Springer F5 ist, dass Weiß erst Springer F3 spielt. Und jetzt ist G4 tatsächlich eine sehr starke Drohung, denn die Option Dame H4 ist, das Feld H4 hat er jetzt unter Kontrolle, die Option gibt es nicht mehr für Schwarz. Und selbst wenn der Schwarze jetzt C4 macht, dann ist G4 immer noch stark. Und es ist noch kompliziert, aber es führt zu weißem Vorteil aus dem Grund, wie wir ihn in all diesen Stellungen sehen. Der schwarze König hat Probleme und steht sozusagen im Auge des Sturms. Ja, Springer F5 ist es auch nicht. Was haben wir noch?
H6 vielleicht. H6 hat das Problem, dass es dem Weißen sofort eine Angriffsmarke gibt. Und nicht nur eine Angriffsmarke im Sinne von G4, G5, sondern hier steht ja auch noch einer. Und der kann sogar sich sofort auf H6 bedienen. Läufer H6 ist hier spielbar mit großer Initiative für Weiß, der jetzt unmittelbar Matt auf H7 droht wieder. Und selbst wenn Weiß das nicht spielt, dann ist das eine Option, mit der sich der Schwarze immer beschäftigen muss, eben weil er sich hier so eine Schwäche eingehandelt hat. Na, H6 ist es auch nicht. Springer G6 muss der Schwarze hier ziehen. Das ist der einzige Zug. Der Weiße führt weitere Kräfte ran. Springer G5 ist jetzt eine konkrete Drohung. Also sagen wir, Schwarz spielt C4 und versucht wieder diesen Angriffsläufer zurückzutreiben. Da kommt schon Springer G5. Und das Matt auf H7 lässt sich nur mit H6 decken. Und dann schlägt es ein. Mit Angriff auf die Dame, sodass dem Schwarzen nichts anderes bleibt, als auf F7 rauszunehmen. Und dann nimmt Weiß hier und hat einen Bauern gewonnen und erfreut sich an den weißen Feldern rund um den schwarzen König, die geschwächt sind. Plus diese Marke hier, die wir eben schon gesehen haben. Überwältigende Stellung für Weiß. C4 geht nicht. Und genau dies war die Stellung mit der Drohung Springer G5, mit der sich Gerald Hertneck vor dem Match lange beschäftigt hatte. Denn die französischen Spieler hatten im Jahr 1991 in genau dieser Stellung erhebliche Probleme. Der Weiße droht eine vierte Figur in den Angriff gegen den schwarzen König einzubeziehen und der Schwarze hat noch so gar nichts, was für ihn spricht. Und für das Match oder für die Partie gegen Judith Polge hatte Gerald Hertneck in langer Heimarbeit, Computer gab es ja damals noch nicht, der musste sich das alles selbst ausdenken, hat er den Zug Dame C7 entwickelt. Der sieht erstmal nicht so spektakulär aus, der ist auch eher natürlich und es wäre wahrscheinlich auch relativ bald jemand anderes darauf gekommen, aber Hertneck war der Erste, der Dame C7 gespielt hat. Das ist erstmal seinerseits mit einer Drohung verbunden. Das erste Mal, dass Schwarz was droht und aktive Signale aussendet. Also wenn wir uns vorstellen, dass Weiß nichts macht an dieser Stellung und aussetzt, zum Beispiel A4, dann sehen wir die Drohung des Schwarzen. Schwarz hat jetzt selbst Ideen. Das ist die aktive Idee. Der Zug hat obendrein, und das ist wahrscheinlich eher die Hauptidee, er gibt dem Schwarzen eine Möglichkeit, das weiße Springer G5 zu kontern. Das hatten wir eben schon gesehen, nach C4 ging das nicht so gut. Aber hier kann der Schwarze auf F7 mit der Dame rausnehmen. Mit Angriff auf F2 noch dazu. Wobei es hier wichtig ist für den Schwarzen zu sehen, dass Dame schlecht F2 nicht gut ist. Dame schlecht F2, König D1. Und dann fehlen dem Schwarzen Verteidigungen gegen Dame H7 Schach und Turm F1 zum Beispiel mit Damengewinn. Das wäre voreilig von dem Schwarzen, sich hier auf F2 zu bedienen, aber Schwarz spielt stattdessen Dame schlecht G6 und nimmt dann auf D4 und steht prima. Alles gut bei Schwarz. Das ist die Hauptidee von Dame C7, die schwarze Drohung Springer G5 zu parieren, weil hier Schwarz Dame schlecht F7 spielen kann. Es hat sich dann relativ bald herausgestellt, dass die Variante trotzdem kritisch für Schwarz bleibt. Der beste Zug für Weiß ist hier Läufer E3. Das
Motiv CD Springer D4 ist damit pariert. Und wenn der Schwarze jetzt versucht, den weißen Angriffsläufer zurückzutreiben, dann folgt etwas, was wir in der Tendenz schon gesehen haben. Ganz am Anfang. Darum hatte ich am Anfang diese Variante gezeigt, wenn Schwarz früh C4 zeigt, spielt. Denn der Weiße hat zwar seinen Angriffsläufer gegeben, aber das hat er ganz gerne gemacht, denn dafür bietet sich ihm wieder eine Marke, die er anrempeln kann und über die er die H-Linie öffnen kann. Und der Schwarze könnte jetzt meinen, ja, Moment, aber ich habe doch hier dieses Manöver Dame F7 und Dame F5 und entlaste mich damit und gucke vielleicht sogar schon auf den C2-Bauern, der im Wiener war, ein latentes Problemkind des Weißen ist, denn der kann sich nicht wegbewegen und lässt sich auch nicht so leicht decken, oder man muss halt eine Figur, die eigentlich Wichtigeres zu tun hätte, dafür abstellen, diesen blöden Bauern zu decken. Und ja, dieses Manöver ist vernünftig, aber dagegen hat der Weiße was. Wenn Schwarz hier Dame F7 spielt, also klar, wenn Weiß jetzt Dame H4 macht, dann kommt Dame F5 mit Doppelangriff auf G4 und C2. Weiß muss die Damen tauschen und damit ist seine wichtigste Angriffsfigur vom Brett und Schwarz hat keine Probleme. Aber Weiß hat hier die kleine Gemeinheit Springer G5. Und nach Dame F5, Dame E2, Springer G5, ja, gibt der weißen Dame das Rückzugsfeld E2. Und es stellt sich raus, dass die Dame F5 dann nicht wieder wegkommt. C2 ist gedeckt und G4 eine fürchterliche Drohung mit Damenfang. Und Weiß gewinnt. Das ist der Grund, warum in dieser Stellung Läufer E3 gut ist. Denn die schwarze Idee, sich zu entlasten, die entkräftet Springer G5 ziemlich überzeugend. Und Schwarz hat Probleme. Die Variante ist objektiv spielbar für Schwarze. Spielen die Schwarzen auch noch? Die Maschinen sagen sogar, es ist alles ausgeglichen und unklar und alles gut für Schwarz, aber in der Praxis zeigt sich, dass Schwarz am Brett doch deutlich mehr Probleme zu lösen hat als der Weiße. Okay, aber so weit waren sie damals noch nicht. Judith Polgar hatte Dame C7 noch nicht gesehen und beantwortet das mit einem etwas schematischen Zug, nämlich sie rochiert. Im Prinzip nicht schlecht. König in Sicherheit bringen, Rochade, alles gut. Meine Schachkinder würde ich dafür loben, aber Judith Polgar muss man dafür kritisieren, denn wir haben es eben schon gesehen, der Turm auf H1 ist wichtig für den Weißen. Wann immer es hier zu diesem Läufer G6, F schlecht G kommt, dann ist H4, H5 die weiße Idee, um den schwarzen König anzurempeln und den Turm so früh von der H-Linie zu nehmen, das erleichtert dem Schwarzen hier seine Aufgabe. Jetzt kann er C4 spielen und Läufer G6 bringt jetzt nicht mehr viel, weil H4, H5 käme jetzt ohne Turm auf der H-Linie und würde nicht mehr viel bringen. Und auch das Motiv Springer G5 ist nicht mehr so ergiebig. Weiß kann hier durchaus Springer G5 versuchen, aber es führt zu nichts. Denn jetzt hängt einfach auf D3 halt auch noch eine Figur, die man wegnehmen kann, denn Springer F7 kommt nicht mehr mit Angriff auf die Dame. Die hat sich ja nach C7 zurückgezogen. Ja, und der Weiße kann hier kräftig Bauern einsammeln. Aber Schwarz hat halt eine Figur mehr. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten für Weiß. Dame schlecht H6 ist ein Zug. Dame schlecht G7 und dann C schlecht D3 ist ein Zug. Oder Dame schlecht D3 ist auch ein Zug. Und in all diesen Fällen hat der Weiße zwar drei Bauern für die Figur, aber das ist nicht genug in so einem Fall, da ist die Figur mehr wert, denn es wird ewig dauern, bis er irgendwo mal mit irgendwelchen Bauern ins Rollen kommt, die dann wirklich eine Bedrohung für den Schwarzen darstellen, während der Schwarze für lange Zeit jetzt einfach mit einer Mehrfigur spielt und womöglich sogar noch Druck, entweder am Königsflügel gegen die weiße Rochadestellung, vielleicht aber auch am Damenflügel gegen den rückständigen C3-Bauern entwickeln kann.
Drei Bauern für die Figur ist prima, wenn man ein bisschen Initiative dafür bekommt und eine Perspektive gleich loszurollen. Aber drei Bauern für die Figur ohne irgendwas, ohne ein kleines Extra ist dann eher zu wenig. Das ist noch lange nicht entschieden, aber das ist angenehm für Schwarz mit der Mehrfigur. Also Springer G5, das ist jetzt auch vom Tisch. Und insofern macht Judith Polkerläufer E2. So viel zum Thema Königsangriff. Das hat sich dann erstmal erledigt. Die Struktur ist jetzt festgelegt. C4 ist natürlich aus schwarzer Sicht auch ein bisschen zweischneidig, denn damit nimmt man die Spannung aus der Stellung und nimmt potenziellen Druck gegen D4 oder auf der C-Linie aus der Stellung. Wenn wir uns das Konzept veranschaulichen, dass bei festgelegten Bauernketten eben die Bauernkette auch die Richtung vorgibt, in die beiderseits das Spiel läuft, dann könnte man eigentlich denken, dass das schwarze Spiel hier im Damenflügel laufen sollte. Da hat der Schwarze etwas mehr Raum, da hat er sich hier schon auf C4 eingepflanzt. Und man könnte denken, A5, B5 und dann mittelfristig B4 und so weiter. Und die weiße Bauernkette an der Basis angreifen, so wie Nimzowitsch das formuliert hat, wäre hier das weitere schwarze Vorgehen, während der Weiße sich jetzt zum Beispiel nach einem Bauernhebel wie F4, F5 schauen muss, um auf dem Flügel, wo er mehr Raum hat, nämlich am Königsflügel, ein Spiel zu organisieren. Und hier ist aber alles ganz anders und das ist ein Zeichen dafür, dass Französisch eben für Anfänger nicht geeignet ist. Die richtige Spielweise für den Schwarzen hier ist, die sogenannte Spitze der Bauernkette anzugreifen und seinerseits auch nach Spiel am Königsflügel zu suchen. Und wer Französisch spielt, der wird halt solche Strukturen öfter zu sehen bekommen und solche ineinander verschraubten Bauernketten und dann verstehen müssen, an welchem Flügel das Spiel nun läuft und wie man diese Bauernketten handhabt. Und hier der richtige Weg für Schwarz ist, F6 zu spielen und die weiße Bauernkette an der Spitze zu befragen. Schwarz will selbst am Königsflügel spielen. Das Feld F4 spielt für den Schwarzen eine wichtige Rolle. Die F-Linie ebenso. Der Kollege soll hier relativ bald rüberkommen. Und der scheinbar rückständige Bauer auf E6 ist von ganz untergeordneter Bedeutung, ebenso wie das potenzielle Feld E5, wo der Weiße nie irgendwas einpflanzen können wird, auch wenn es danach aussieht. Für Weiß ist erstmal wichtig, das Feld E4 zu kontrollieren, dass hier niemand auftaucht, dass man vielleicht sogar mal Selbstläufer F4 spielen kann und vielleicht sogar mal einen Springer auf E5 einpflanzen kann. Und darum macht sie G3. Was aber nicht nur eine Schokoladenseite hat dieser Zug, denn der Springer F3 verliert damit an Stabilität. Und wenn der Schwarze sich gleich auf der F-Linie verdoppelt, dann entwickelt er da sofort Druck. Okay, bevor er sich verdoppelt, muss er erstmal seinen Läufer entwickeln. Und das ist schon alles sehr, sehr schön für Schwarz. Die weißen Figuren sind, die Dame und der Läufer sind mehr oder weniger gekettet an diesen Springer. Und dem Weißen fehlt hier Mobilität und Koordination. Es ist nicht so klar, dem Weißen zu sagen, was er jetzt überhaupt machen soll. Judith Polker spielt Läufer G5. Und da entgeht dem Gerald Hertnick schon eine große Chance. Schwarz kann an dieser Stelle sehr stark Läufer E8 spielen. Es droht Abzüge.
wenn sich hier bedienen, kommt schon Springer F4. Und der Weiße verliert Material. Naja, und wenn er das nicht tut und die Dame aus diesen Abzügen rausnimmt, dann hängt halt F3. Und zwar kann Weiß jetzt auf E6 nehmen, aber das ist überhaupt kein Problem. Zumal der Schwarze sich dann später hier bedienen wird. Er hat einfach zwei Figuren für einen Turm. Und in dem Moment, wo C3 fällt, wird D4 schwach. Dazu kommt, dass C2 sowieso immer schwach ist. Schwarz ist hier schon nahe am Gewinn. Das lag vielleicht am Mindset des Schwarzen, dass er hier Läufer E8 nicht gefunden hat. Und wir werden gleich noch so eine ähnliche Stellung haben, wo er eine gute Chance erstmal auslässt. Denn die Regeln bei diesem Fernsehmatch waren, dass derjenige, der mit Schwarz Remis macht, sitzen bleibt. Dass der also im nächsten Jahr wieder dabei ist und seinen Titel verteidigen kann. Das heißt, Weiß muss gewinnen. Und Schwarz steht hier gut, hat keine Probleme. Und macht einfach Turm F7. Das ist ihm natürlich nicht entgangen, dass der Schwarze Probleme hat, sich vernünftig hinzustellen und sagt, dann zeig mir einfach, was du hast. Und das Turm F7 verpasst zwar eine unmittelbare Chance, die Partie schon fast zu entscheiden, aber macht allemal nicht die Perspektive kaputt, auch im Jahr 1992 wieder im Fernsehen zu sitzen und den Titel zu verteidigen. Okay, offene Linie, stellt sie mal einen Turm drauf. Stört Schwarz aber nicht groß. Naja, mit dem Turm auf F7 hat Judith Polgar jetzt wenigstens eine neue Angriffsidee gefunden. Jetzt droht Springer G5 und das darf Schwarz nicht zulassen. Dann würde Weiß gewinnen, wegen der Mattdrohung auf H7 und dem gleichzeitigen Angriff auf F7. Turm F6. Weil Weiß gewinnen muss, ist Läufer G5, Turm F7, Läufer D2, Turm F6 natürlich keine Option. Zugwiederholung geht nicht. Sie muss irgendwie gewinnen und sie hat ja eine Figur, die man noch ein bisschen besser hinstellen kann, nämlich den König. König G2, was sich dann auch um das Problemkind Springer F3 kümmert. Jetzt sind der Läufer und die Dame wieder ein wenig flexibler und können ziehen, ohne dass es direkt auf F3 einschlägt. Naja, der Läufer nicht. Oder nur nach D1, aber wenn der Läufer sich natürlich vom Springer wegbewegt, dann schlägt es allemal auf F3 ein. Okay, Schwarz macht H6 und kontrolliert erstmal das Feld G5, sodass dem Weißen auch diese Idee genommen ist, Springer G5 zu spielen und hier Unruhe zu stiften. Und hat jetzt auch seinerseits eine Drohung, nämlich Dame F7. Dame F7 mit nochmal stärkerem Druck auf der F-Linie, den der Weiße dann oder die Weiße dann schon kaum noch parieren kann. Und so langsam taucht auch die Idee E5 auf für den Schwarzen. So prinzipiell wird man sagen, nee, der Weiße hat das Läuferpaar, da öffnen wir nicht so gerne die Stellung. Aber der Schwarze ist mittlerweile so aktiv seine Figuren arbeiten so gut zusammen, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem das kein Faktor mehr ist, dass der Weiße ein Läuferpaar hat und an dem einfach die weiße Stellung zusammenbricht, wenn die Sache aufgeht. Das ist hier noch nicht der Fall, aber E5 liegt so langsam in der Luft, einfach weil die schwarze Stellung immer besser wird. Und wenn wir uns die weißen Figuren angucken, keine von denen ist gut. Keine von denen macht irgendwas Aktives. Die stehen alle so, dass der Laden so gerade zusammenhält, aber Weiß kämpft ja einfach nur ums Überleben und nicht mehr darum, irgendwie was Aktives zu entwickeln. Das hier ist einfach nur so ein unkoordiniertes Knäuel und die Dame steht da eher im Abseits, als irgendwelche offensiven Ambitionen zu hegen. Und darum versucht Judith Polgar sich hier zu entlasten und diesen Springer H4, der ja eh auf der F-Linie ein bisschen problematisch ist, vom Brett zu kriegen.
mal 5. Ja. Der steht hier ganz alleine. Und wenn Weiß nichts macht, dann nimmt Schwarz den weg. Denn Weiß hat hier keine Ideen, irgendwie ihn dafür zu bestrafen, dass die schwarze Dame ins Abseits läuft. Weiß hat ja nichts am Königsflügel. Und insofern bleibt der Weißen auch nichts anderes, als ganz kleinmütig diesen A3-Bauern zu decken. Ja, und hier ist E5 zum Beispiel auch ein Zug, über den man nachdenken kann. Aber es bringt hier nicht so viel. Sobald Weiß dann D schlecht E spielt, kann dieser Läufer auf E3 mittelfristig dann doch ein recht aktives Feld finden. Es gibt noch kein Spiel gegen den weißen König auf den weißen Feldern, bei denen man argumentieren könnte, dass die ein bisschen anfällig sind, sobald für den Läufer C8 dann eine Diagonale aufgeht. Gerald Hertneck argumentiert, und das hat er schon mit Dame A5 und Blick auf den A3-Bauern angefangen, dass es für seinen Läufer eine viel aktivere Aufstellung gibt. Und dass man den E6-Bauern einfach mal stehen lässt, wo er ist. Und stattdessen marschiert der weißfältige Läufer des Schwarzen bis nach G6. Guckt sich dann dieses Problemkind an und hat da eine sehr aktive Diagonale gefunden. Weiß ist weiterhin damit beschäftigt, sich zu befreien und seinen Figuren ein bisschen Mobilität zu geben. Und so erklärt sich der Zug F3. Das macht den Turm F1 mobil, denn der kann wegen des Drucks auf F2 überhaupt nicht ziehen. Darum macht sie F3, kontrolliert auch noch ein paar Felder. So, das kann perspektivisch nicht schaden, wenn der Läufer auf G6 auftaucht, das Feld G4 zu kontrollieren, E4 zu kontrollieren. Und wenn Weiß irgendwie noch was Aktives machen will, dann muss er sich halt am Damenflügel umschauen, wo er ja eine halboffene Linie hat. Und Turm FB1 würde sie ganz gerne ziehen. Darum F3. F4 wäre schrecklich. Das macht den hier schlecht. Und hier ist auch noch ein Loch. Das würde nur oberflächlich betrachtet die Probleme auf der F-Linie lösen. Es würde vor allem neue schaffen. F4 wäre gar nicht gut. Darum F3. Okay, weiter im Text. F-Turm ist mobil. Aber auf der B-Linie brennt nichts an. A4. Die weiße Idee ist jetzt nach Möglichkeit, irgendwie eine Linie am Damenflügel zu öffnen. Turm B5 spielen, A5 hinterher folgen lassen. Das würde der Weiße ganz gerne durchsetzen, aber dafür muss erst dieser garstige C6-Springer weg, dass der Schwarze das Feld A5 nicht mehr unter Kontrolle hat. G6. C2 hängt mal wieder. Muss er decken. Läufer H7. Und es ist sehr schön, wie der Schwarze auf beiden Feldern spielt, denn jetzt liegt auch noch G5 in der Luft. Und die Dame kriegt Feldernot. Schwarz ist auf der ganzen Breite des Brettes, hat er es unter Kontrolle. So, das Weiß versucht, wie eben schon angedeutet, am Damenflügel ein bisschen Gegenspiel zu entwickeln. Dame 5. Okay, die schwarze Dame hat jetzt keinen Job mehr am Damenflügel. Und geht zurück. Läufer C1. Und hier wäre jetzt ein Punkt gekommen, wo E5 einfach überwältigend stark ist für Schwarz.
Die Dame ist zwar auf E5 drauf, sodass man sagen könnte, wieso nehmen wir den nicht einfach weg? Aber die wird erst vertrieben. Und dann nimmt Schwarz hier raus. Und Weiß hat erhebliche Probleme, seinen Königsflügel zusammenzuhalten. Und sobald er F4 macht, kommt Läufer E4 Schach. Und der weiße König gerät in Atemnot. Ganz schrecklich für Weiß. Oder Weiß könnte auch denken, okay, dann nehme ich halt auf D5 raus. Aber auch dieses ist sehr, sehr unschön für Weiß. Dame E6 mit Doppelangriff auf E2 und D5 droht unmittelbar. Und wenn wir jetzt Läufer C4 spielen, kommt Läufer F7. Ups. Und der Weiße verliert Material. Und auch sehr angenehm ist, dass das Weiß nie auf D4 nehmen kann, wegen der Springergabel hier. Also das wäre so eine Stellung, die dem Weißen fehlt es derart an Koordination, während die schwarzen Truppen so wunderbar zusammenspielen. E5 entscheidet hier schon fast die Partie. Aber Schwarz braucht halt nur ein Remis, um im nächsten Jahr wieder im Fernsehen zu sein. Und er bietet der weißen Damentausch an. Das ist keine tolle Entscheidung. Also ich muss aufpassen, was ich hier sage, weil der Gerald Hetnick, der liest nicht nur unsere Seite, sondern der guckt auch unsere Videos und der wird mich an der Hecke langziehen, wenn ich hier Quatsch erzähle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er zustimmt, dass das objektiv betrachtet, hier dem weißen Damentausch anzubieten, keine überragende Lösung ist. Denn die weiße Dame macht nichts. Die steht da deplatziert und die kriegt eher mal einen Tritt von den kleinen schwarzen Figuren, als selbst irgendwie was auszurichten. Während die schwarze Dame durchaus Perspektiven hat, unter anderem in Verbindung mit E5, wie wir eben gesehen haben. Aber auch das war vielleicht wieder so ein Mindset-Ding. Gerald Hetnick saß da und sah, dass er ganz bequem steht und keine Probleme hat und sagte, okay, komm, lass uns die Damen vom Brett nehmen und mir reicht ein Remis. Zeig, was du hast. Ja, nun, da es am Damenflügel nicht so richtig weitergeht, versucht sie am Königsflügel. Läufer F4. Schwarz am Zug. Haltet das Video kurz an. Jetzt zeigt uns nämlich Gerald Hetnick, was er vom Schach versteht. Den nimmt er einfach weg. Das ist so quasi die einzige aktiv aufgestellte Figur des Weißen. Alle anderen weißen Figuren machen nicht viel. Insofern kann man die einfach mal wegnehmen, zumal wenn man damit noch die weiße Struktur ruiniert. Und es ist abzusehen, dass zumindest der F4 dann auch noch bald umfällt. Und da kriegt man sogar noch einen Bauern für die Qualität. Und dann ist es sogar material schon fast alles wieder gut. Materiell fast alles wieder gut. Ich habe einen Partiekommentar gesehen, in dem Gerald Hetnick sagt, mit Turm schlecht F4, nämlich die letzte Dynamik aus der weißen Stellung. Und das beschreibt es ganz gut. Der Weiße hat keine dynamischen Ideen mehr, solange er nicht mal A5 spielen kann. Und bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Turm F8, klar, offene Linie. F4 ist wackelig. Und da macht Judith Polgar auch gar keine großen Versuche, den zu verteidigen, sondern versucht eher selbst eine bisschen aktivere Aufstellung zu finden, indem sie Läufer F1 spielt. Und der soll nach H3 und auf den E6-Bauern gucken. Und dadurch, dass der Schwarze auf F4 nehmen kann, kriegt Weiß immerhin noch ein Tempo,
um diese Aufstellung, die dann schon wieder ein bisschen freundlicher aussieht als das, was wir vorher hatten, zu verwirklichen. König F7. Ja, wir sind im Endspiel. Wohin gehören die Könige im Endspiel? Ins Zentrum. Und dahin begibt sich der schwarze König sogleich. D6 ist das Ziel. Und dann wird es wieder darum gehen, spielt der Schwarze mal E5 oder nicht. Läufer G4. Weiß will mit H5 ein bisschen Raum am Königsflügel gewinnen. Aber lädt den Schwarzen natürlich auch ein, seinerseits H5 zu spielen. Und es taucht zugleich eine neue Schwäche auf, nämlich der H4-Bauer. Der wird mittelfristig nicht leicht zu halten sein. Und den legt der Schwarze mit Vergnügen auf H4 fest. Okay, aber erstmal weiter im Text. Könige ins Zentrum. Und nun, da der Weiße auch, da die Weiße auch ihren König ins Zentrum gefahren hat und der Kollege hier ohne Schutz dasteht, kann sich der Schwarze damit beschäftigen, sich zu überlegen, wie hole ich mir den denn mal ab? Läufer E8. Räumt das Feld G6. Dahin wird der Springer E7 gehen. Und den H4 wird Weiß nicht verteidigen können. Aber immerhin kann Weiß auf Gegenspiel hoffen, weil dadurch, dass der Springer dann zieht und sich den hier abholt, ist natürlich dann die Option A5 wieder da. Dann findet dieser Kollege hier endlich eine, können wir einen grün machen, endlich eine offene Linie, sobald Weiß zu A5 kommt, anstatt hier in seiner Bauernruine wirkungslos rumzustehen. Turm B1, Springer E7, Turm H1, deckt den erstmal. Aber das Problem ist, dass jetzt das Feld F4 auch wieder unter schwarzer Kontrolle ist und Schwarz greift den ein zweites Mal an. Und damit ist er weg. Springer A4 und ja, jetzt ist es doch, so langsam ist es offensichtlich, dass Schwarz hier deutlich einen Vorteil hat. Und wenn der Schwarze jetzt noch zu G5 kommt, dann kontrolliert er hier jede Menge Felder und kann langsam aber sicher hier losrollen. Darum wäre es für den Weißen vielleicht wichtig, G5 zu verhindern. Womöglich hatte Judith Polgar Angst, dass der Schwarze dann A5 macht und den Damenflügel blockiert, darum hat sie direkt A5 gezogen. Gegenspiel suchen. Das Thema hatten wir in vielen Videos schon. Wenn du Probleme hast, dann mach aktive Sachen und such nach Spiel und stell dich nicht hin und versuch zu überleben, weil das meist nach hinten losgeht. Und so ist auch dieses sofortige A5 zu erklären. Nur macht der Turm gar nicht so viel. Der dringt zwar schön ins schwarze Lager ein, aber er findet da gar keine Ziele. Insofern kann der Schwarze hier sehr, sehr entspannt bleiben. Und Gerald Herdeck macht hier wieder einen, mir reicht ja ein Remiszug, König C7. Ich glaube nicht, dass das mit irgendeiner tiefen Idee verbunden ist, sondern einfach nur die Frage, ja, dann zeig mir doch, was du hast mit deinem Turm. Denn Schwarz kann sich auch zurücklehnen und jetzt einfach König C7, D6, C7, D6 spielen und ist dann auch wieder im nächsten Jahr im Finale, während die Weiße ausgeschieden ist. Okay, sie piekst dann hier ein bisschen. G8, Springer E7. Und ja, vielleicht war König C7 ein psychologisch geschickter Zug. Denn hier stellt Judith Polgar die Partie ein. Und hier müssen wir den Gary Hedneck dann tatsächlich mal schelten, denn ja, der wird nicht mehr viel Zeit auf Uhr gehabt haben. Das war eine Stundenpartie. Beide Spieler hatten eine Stunde für die ganze Partie. Aber ich glaube, als Großmeister und als Nummer 50 der Welt kann man durchaus sehen an dieser Stellung, dass König D7, E8, F8 einfach den Turm auf G7 abholt und Weiß kann nichts dagegen machen.
und da sind wir vielleicht wieder beim Mindset, denn Schwarz reicht Remis und vielleicht sucht er gar nicht, immer noch nicht nach Gewinnmöglichkeiten, sondern wartet lieber darauf, dass die Weiße sich umbringt, denn das muss sie tun, wenn sie hier irgendwie mit der Brechstange nach Gewinnchancen sucht, die nicht da sind. Dann spielt er dann hier König D6, anstatt die Partie sofort zu entscheiden. Naja, gut, Läufer F1 möchte verhindern mit Läufer H3, dass der Schwarze jetzt seine Bauern in Verbindung in Bewegung setzt. Aber das kann er trotzdem tun, denn der G-Bauer ist erstmal sicher, auch wenn das nicht so aussieht. Denn in dieser Stellung gibt es G3. Und wegen der Springergabel auf F5 kann der weiße König den nicht nehmen. Und das ist ein Traumfeld. Also der Bauer C2, der interessiert den Schwarzen schon seit langem nicht und auch weiterhin nicht, den wird er früher oder später immer mal einsacken können. E4 ist ein wunderbarer zentraler Posten für den Läufer. Und jetzt ist dieser vorgerückte Freibauer sicher gedeckt. Und schon kurz vor der Umwandlung. Und ich glaube, spätestens hier ist jetzt dem Gerald Hertmick dann aufgegangen, dass er schon nicht mehr so viel dagegen machen kann, die Partie zu gewinnen. Denn diese drei Kollegen sind halt auch Leichen. Und der Schwarze ist gar nicht auf seinen G-Bauern angewiesen, um die Partie zu gewinnen, denn er wird hier auch noch Material gewinnen und kann dann seine vier verbleibenden Bauern laufen lassen. Und das passiert jetzt auch relativ leicht. Schwarz, relativ bald. Schwarz gibt den G-Bauern einfach auf und sagt, ja, Judith, nimm den ruhig, denn die beiden auf C3 und D4 wirst du auch nicht halten können. Oder den Vormarsch des B-Bauern und dann den des C-Bauern wirst du auch nicht stoppen können. Zumal der schwarze König gleich noch aktiv eingreift und der ist halt im Endspiel eine sehr, sehr starke Figur. Man sagt, so etwa wie ein Turm, auch wenn der andere Sachen macht. Jetzt holt er sich noch den C3-Bauern ab oder guckt ihn sich zumindest genau an. Und man könnte ja denken, Moment, hat sich denn Weiß jetzt nicht stabilisiert? Nein, hat er nicht, weil der Schwarze eben noch eine sehr starke Figur hat, die sich jetzt auch in Bewegung setzt. B4. Und sofort ist er ein Problem. Und lässt sich schon nicht mehr gut decken. Und das ist jetzt total verloren für Weiß. Sie haben noch ein paar Züge gemacht. Sogar noch eine ganze Menge. Aber gegen drei laufende Freibauern, da hilft dem Weißen seine Mehrqualität wenig, zumal die Freibauern auch noch von ihrem König unterstützt werden. Und die laufen halt. Die Stellung ist jetzt schon seit einigen Zügen komplett verloren. Aber Weiß zieht halt noch und zieht halt noch. Aber jetzt ist der erste angekommen und der Weiße muss nun seinen Turm opfern und dann läuft der zweite schwarze Bauer durch und die Sache ist erledigt und Judith Polgar gab innerhalb kürzester Zeit schon die zweite Partie gegen Gerald Hertmick auf, der dann im Jahr darauf wieder im Fernsehstudio sitzen durfte, um seinen Titel als, ich weiß gar nicht, wie das heißt, deutscher Fernsehmeister oder so. Das gibt's nicht mehr. Das waren damals im WDR diese Schachsendungen. Die dann irgendwann, weiß ich nicht, Ende der 90er, Anfang der 2000er, irgendwann war Schluss da. Ja, bis in die 2000er gab es die schon noch. Aber so, ich schätze mal, so Mitte der 2000er hörten die dann langsam auf. Ja, Gerald Hertmick schlägt Judith Polgar. Das ist sicher einer der Momente seiner Schachkarriere, an die er sehr, sehr gerne zurückdenkt. Denn Judith Polgar hat
eine Menge Leute aus einer ganz anderen Liga in Schwierigkeiten gebracht, aber gegen Gerald Hertneck ihre Bilanz 0-2. Und die wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, denn es ist unwahrscheinlich, dass die beiden sich nochmal beim Schach gegenüber sitzen werden, denn Judith Polgar ist Schachfrührentnerin und Gerald Hertneck spielt mittlerweile nicht mehr auf Top 50 Level, sondern so eher auf, sagen wir mal, Top 500 Level. Ist immer noch ein veritabler Großmeister, aber nicht mehr in der nationalen Spitze in Deutschland.